Im heutigen Video möchte ich gerne auf die Frage eingehen, warum Italien so viel mehr Tote aufzuweisen hat als Deutschland. Werden Zahlen manipuliert in Italien oder in Deutschland? Schauen wir mal. Ja, meine Freunde, das Thema Coronavirus wird euch wahrscheinlich genauso aus dem Hals heraushängen wie mir. Aber auch auf meinem Kanal habe ich schon das ein oder andere Video über das Thema gebracht, denn auch ich bin betroffen. Auch ich verfolge das Thema privat, denn wir alle wollen ja wissen, was geht da vor sich. Und euch ist sicherlich aufgefallen, dass in Italien die Zahlen ja grandios nach oben steigen, die Infizierten und die Todeszahlen steigen jeden Tag. Alleine gestern waren es, glaube ich, knapp 800 Tote innerhalb von 24 Stunden. Aufgerundet ist Italien jetzt bei fast 5.000 bestimmt am Ende des Tages angekommen, aktuell 4.800 irgendwas und in Deutschland knapp über 80. Da muss man sich natürlich fragen als neutraler Betrachter, warum sind die Zahlen in Italien um so viel höher als in Deutschland? Auch in Spanien, die ungefähr die gleiche Anzahl Infizierter vorweisen können wie Deutschland, die haben knapp 1.000 Tote mehr als Deutschland. Es gab einen Mitschnitt in der Tagesschau, glaube ich, war es, den werde ich jetzt mal einblenden. Ich möchte aber noch mal darauf hinweisen, dass wir alle Verstorbenen zählen, dass wir nicht unterscheiden zwischen Corona-Infizierten, die gestorben sind, und denen, die wegen des Coronavirus gestorben sind. So, wir hören also in dem Video, dass Italien angeblich aktuell jeden Todesfall der Corona-Statistik hinzufügen würde. Interessant wird das Ganze aber erst durch diverse italienische Menschen, die auch hier bei uns in Deutschland leben, die im Hintergrund das Italienische herausgehört haben und die sagen, das stimmt überhaupt nicht, was da übersetzt wird, dass in diesem Bericht eigentlich nur von den aktuellen Toten der letzten 24 Stunden gesprochen wurde und das auch kurz angedeutet wurde, was ich persönlich auch in einem Interview gelesen habe von, fragt mich jetzt aber nicht, welchem italienischen Menschen, der irgendwas zu sagen hat, dass Italien, wenn Menschen dort sterben, auch nachträglich an den Leichen, an den toten Menschen einen Corona-Test macht und wenn diese positiv ausgefallen sind, diese auch noch der Statistik hinzufügen. Also es werden nicht nur registrierte, infizierte Menschen dann der Statistik hinzugefügt, wenn diese sterben, sondern wenn jetzt, keine Ahnung, ich sag mal in irgendeiner Wohnung ein toter Herr oder eine tote Dame liegen und die holen die Leiche ab, dann wird ein Corona-Test gemacht und auch wenn diese Person als nicht infiziert gemeldet war vorher, aber der Coronavirus nachzuweisen ist, wird diese Person der Statistik hinzugefügt. Und das kann natürlich gutaus möglich sein, dass daher diese hohe Zahl kommt, da in Deutschland nur Statistik geführt wird über Tote, die auch vorher offiziell als infizierte Person gemeldet waren. Was davon jetzt eher positiv oder negativ ist, das müsst ihr für uns, für euch selbst entscheiden. Ich persönlich, mit meiner persönlichen Meinung, würde da eher so ein bisschen Verschönerung auf Seiten von Deutschland dann heraussehen, dass die Zahl gering halten wollen. Denn auch in Spanien, wie gesagt, die haben knapp 1.000 Tote mehr aktuell zu vermelden wie wir. Ich weiß es nicht, wie die Spanier das melden. Die sollen das angeblich ähnlich wie Italiener machen. Bei uns in Deutschland hört man ja sogar eher, dass Menschen mit Symptomen etc. von den Ärzten nach Hause geschickt werden. Da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass dort auch ja, die Dunkelziffer um einiges höher ist. Allgemein in den Ländern soll die Dunkelziffer ja bis zum 7- bis 10-fachen über den aktuell gemeldeten infizierten Zahlen liegen. Letztendlich werden wir es nie genau wissen. Wir wissen jetzt nicht, wurde das absichtlich falsch übersetzt in der Tagesschau, um es so hinzustellen, als ob alles gar nicht so schlimm wäre, dass in Italien einfach die Menschen sterben und die Regierung einfach alles zu den Toten des Coronavirus dazu addiert? Oder sollten wir eher Deutschland den schwarzen Peter zuschieben und sagen, hey, ihr könnt nicht einfach nur die offiziell gemeldeten Fälle von Corona der Statistik hinzufügen
Und tatsächliche vielleicht Menschen, die gestorben sind, aber nicht vorher getestet wurden, einfach aus der Statistik draußen lassen, obwohl vielleicht der Coronavirus zum Tod geführt hat. Eure Meinung interessiert mich natürlich in den Kommentaren. Seid ihr der Meinung, hier wird irgendwas verheimlicht, verschönert? Ist Italien der Buhmann? Ist Deutschland der Buhmann? Ist es letztendlich egal, weil Tote gibt es so oder so? Haut es mal in die Kommentare. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wir können auch in Zukunft dann weiter über dieses Thema diskutieren. Hoffentlich nicht allzu lange. Wie alle anderen wünsche ich mir natürlich auch, dass das Thema schnell vorbei ist. Aber ich denke mal, da werden wir noch ein bisschen dran zu knabbern haben. So viel erstmal von mir für euch und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.